Hallo Lisa, hallo Franzi, schön, dass ihr da seid und uns ein paar Fragen beantwortet. Die erste Frage, die ich hätte, Lisa, weißt du denn, über welchen Kanal man sich am besten auf ein Praktikum bei Fresenius bewerben sollte? Ja, am besten bewirbt man sich direkt online über unser Online-Karriereportal, denn wir können auch nur Online-Bewerbungen berücksichtigen. Das Ausfüllen des Formulars ist aber total unkompliziert und dauert auch nur rund 10 bis 15 Minuten. Ah, super Hinweis, danke. Franzi, wie lang sollte denn am besten so ein Anschreiben lang sein? Am besten eine Dreiviertelseite bis Seite. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Motivation geschildert wird, die Verfügbarkeit genannt wird und auch nochmal gesagt wird, bis wann das Studium noch geht. Aha, guter Tipp, danke. Eine letzte Frage habe ich noch. Lisa, weißt du, wie man sich am besten auf so ein bevorstehendes Vorstellungsgespräch vorbereiten sollte? Auf das Bewerbungsgespräch ist man am besten vorbereitet, wenn man sich schon mit den geforderten Tätigkeiten und auch der Abteilung, um die es sich handelt, auseinandersetzt. Dann sollte man seinen Lebenslauf einfach kurz erläutern können und auch am besten was zum Schreiben mitbringen. Ah ja, super. Vielen Dank für eure Tipps. Wir hoffen auch, dass sie euch geholfen haben.